Hier ist der Garten total verwildert gewesen, dadurch, dass Herr Waldeck selbst nichts mehr machen konnte. Die Büsche mussten gestutzt werden. Auch im Vorgarten, der ganze Vorgarten ist bereinigt worden, sauber gemacht worden. Und die Sachen müssen dann irgendwo hin. Ich finde, das ist eine ganz große Hilfe, denn alleine würde ich also hier alles verwildern lassen müssen und könnte mir gar nicht weiterhelfen. Wenn man jemandem hilft, dann geht es einem selber gut und es hat ja dann auch so einen Nachahmungseffekt. Zum Beispiel, wenn die Leute sehen, dass wir hier im Garten helfen, dann machen die auch schon mal wieder was Gutes, irgendwie bei ihren Nachbarn. Für mich ist das gelebter Glaube. Für mich ist das Nächstenliebe, helfen, wo wir können. Ja, Nächstenliebe. Eine kleine christliche Gemeinschaft ist für mich als Pfarrer einfach eine Gruppe von Menschen in der Gemeinde, die das tun, was jeder Christ tun sollte. Aber wir brauchen vielleicht auch direktere Formen des Anspornens, dass wir auch immer wieder drauf kommen. Und ich habe den Eindruck, dass das eben gerade in den kleinen christlichen Gemeinschaften geschieht. Ich konnte es also auch so aufnehmen, dass hier zwei Menschen sind, die nicht viel Kontakt haben, die auch gerne einfach mal ein bisschen Unterhaltung haben. Und wir von der christlichen Gemeinschaft, wir fühlen uns ja besonders aufgefordert und auch gesendet, zu Leuten in unserer Nachbarschaft zu gehen, um eben auch Hilfe zu leisten. Und das ist ja auch irgendwo unser christlicher Auftrag, dass wir einfach in Nächstenliebe auch üben und praktizieren. Also hier wird dringend Hilfe zum Einkaufen benötigt und auch Begleitung zum Gottesdienst. Weil in der Zeit, wo die beiden eigentlich hingehen könnten, gibt es keine Möglichkeit, weil hier der Pflegedienst kommt. Und da können die halt nicht kommen. Ich bin eigentlich freudig überrascht, dass es heute noch so viele Menschen gibt, die auf einen zugehen und die helfen wollen, was man heutzutage nicht immer findet. Und vor allen Dingen aus dem Glauben heraus handeln. Ich habe dann einfach gesagt, lass die Hilfe zu und schau, was passiert. Und dann kam nicht nur ein Mensch, dann kam der zweite, dann kam der dritte und dann hatte ich wirklich die ganze KCG, was so 20 Leute sind, jung und alt, wo man eigentlich denkt, das gibt's doch gar nicht, die können das doch gar nicht, aber die haben mir so geholfen. Ich bin einfach begeistert von denen. Das Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Wenn ich den Menschen helfe, kommt die Freude auf mich zurück, dass ich besser spüren kann, dass ich nicht alleine lebe auf dieser Welt. Beim Bibelteilen geht es darum, dass jeder sich einbringen kann mit seinem persönlichen Erleben, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Gefühlen und dass wir auf Fachpersonal nicht angewiesen sind. Der Schritt 6 mündet immer in ein Vorhaben. Auch heute Abend werden wir wieder ein Vorhaben in Angriff nehmen und dann wird die Gruppe entscheiden, ob es von der Größe, vom Zeitaufwand, von unseren Möglichkeiten möglich ist, das Vorhaben umzusetzen. Musik